Wenn ich gebunden bin, dann ist mein Vater auch nicht frei. Wenn ich mich hier an diesen Film festnagle, dann bin ich nicht frei. Wenn ich mich emotional hier anbinde, bin ich nicht frei. Dann meine ich, was zu brauchen und nicht alleine sein zu können. Das verletzt mich. Und ich bin nicht mehr sicher. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was für mich vorgesehen ist. Aber sicherlich nicht unter einem emotionalen, schmerzhaften Aspekt oder leidvollen Aspekt. Ich bin einfach nur Geist im Geiste Gottes und im Namen des Vaters unterwegs. Mal hier, mal da, mal mit diesem Bruder an der Seite, mal mit diesem, mal länger, mal weniger lang. Ich habe meinen Auftrag zu erfüllen. Und alles, aber auch alles freizulassen. Die wahre Liebe lässt frei. Nur die wahre Liebe ist gewiss. Nur darin bin ich sicher. Nur in Gott. Und das habe ich zu geben, damit ich das erfahre. Wenn ich gebunden bin, dann ist der Vater auch nicht frei. Dann bist du auch nicht frei. Dann ist nichts frei. Dann will ich alles kontrollieren oder deckeln, ne? Dann muss ich meine Angst deckeln, kontrollieren. Gebunden sein heißt Angst haben. Sonst müsste ich mich nicht binden. Das ist ja aus einer Not heraus, aus einer Idee. Diese winzig kleine Wahnidee, lies das Textbuch. Ich sage es immer wieder. Wir sind jetzt bei der Lesung, Kapitel 27, Nummer 8, der Held des Traums. Da steht es drin, mit der winzig kleinen Wahnidee. Alles auf Angst basieren, ne? Solange ich meine, ich brauche noch irgendetwas, ich bin abhängig, süchtig oder wie auch immer, naja, dann bin ich gebunden. Dann binde ich mich immer noch an diese Idee von Welt. Dann bin ich eben nicht freier, reiner Geist, der ich doch bin. Dann ist da einfach immer noch ein Teil, der nicht verstehen will, dass ich dieser Traum bin, dass ich das kreiert habe. Dass es nur eine Blase ist. Wenn ich gebunden bin, dann ist der Vater auch nicht frei. Wenn ich mich immer nur auf diese Blase hier, auf diesen Film fixiere, mich eng halte, klein halte, naja, da kann ich sowieso nichts vom Vater sehen. Dann ist die Erinnerung ja gar nicht da, weil ich so beschäftigt bin mit all diesem hier. Ab und zu taucht dann mal die Erinnerung auf, ne?
Und das ist das, was ich bleiben lassen muss. Hey, nur Gott, nur Gott. Ich täusche mich hier. Ich bin nur Halluzinationen hier ausgesetzt. Fieberträumen. Und das eben nicht mehr wahrzumachen. Also, ich bitte den Heiligen Geist wahrlich um Hilfe, immer wieder neu, immer wieder neu. Ich muss mich andocken an den Heiligen Geist, sprich an Gott, mich aufrichten, ausrichten, erheben, auferstehen und klar sagen, ja, ich will mit Gott, ich will nur mit Gott. Vater, zeige mir den Weg, den ich mit dir beschreite. Ich gehe ja doch nur mit dir. Ich will heute nicht träumen. Und wie ein Hans guckt in die Luft, da immer wieder in die Fettnäpfchen treten. Ich will mich nicht weiter selbst verletzen. Vater, ich bin dein Sohn. Und ich will deiner Liebe gewahr und gewiss sein. Nur das ist wahr. Wenn ich gebunden bin, dann ist mein Vater auch nicht frei. Gebunden sein heißt sich kreuzigen. Sich irgendetwas aufladen, was nicht von Gott ist. Ja, es ist scheiße, da hinzugucken. Ne? Es ist nicht einfach, sich seine Täuschung anzugucken. Da klar zu sein und ehrlich mit sich zu sein. Wer hat das schon gelernt? Wir haben uns alle Schutzmechanismen auferlegt, die uns irgendwie erhalten haben. Und das jetzt bleiben zu lassen. Daran habe ich mich sehr gebunden, ne, an mein altes Schutzsystem, das Ego-Denksystem. Und es scheint mich ja immer noch zu retten, immer wieder, ne? Das alles bin ich nicht. Ich bin Gottes Sohn, Gottes Liebe. So wie er mich schuf. Wenn ich gebunden bin, dann ist mein Vater auch nicht frei. Wenn ich akzeptiere, dass ich ein Gefangener in einem Körper bin, in einer Welt, in welcher alle Dinge, die anscheinend leben, zu sterben scheinen, dann ist mein Vater ein Gefangener mit mir. Dann glaube ich so mächtig an diese niedere Ebene, an diesen Körper. Das will ich nicht mehr. Das bin ich nicht. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin Gottes Sohn.
reiner Geist, ewig weiter, offener, liebender Geist. Ich will die Ebenen nicht mehr verwechseln. Nur ich kann meinen Geist klären, indem ich auftauche. Mein Lehren ist mein Lernen. Ich verarsche mich zu heftig, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht mehr und mehr beginne, Gottes Wort zu lehren, was mir ja hier gesagt wird. Dem Gesetz der Liebe zu folgen, was ja das Gleiche ist. Immer wieder sehe ich, dass ich noch eine andere Idee habe. Und jetzt wieder mich dafür nicht zu verurteilen, sondern, aha, okay, nee, folge nur dem Gesetz der Liebe, lehre nur Gottes liebende Worte. Du bist nicht dieses Ding hier. Du bist nicht Gefangener in einem Körper. Du bist Geist, ewige Ausdehnung des Gewahrseins Gottes. Und du gehst über all das hier hinaus. Jetzt. Du bist nicht gebunden. Du bist frei. Und du verlierst nichts. Du nimmst jetzt die höhere Perspektive ein und schaust jetzt auf diese Illusion, um sie vergehen zu lassen. Und eben dich nicht weiter daran zu binden, sondern zu sehen, hey, das ist nur eine Spielerei. Ein scheinbar ständiges Kommen und Gehen. Und das bin ich nicht. Es ist immer wieder nur ein Film, der sich hier abspult. Ich bin Träumer in meinem Traum. Ich selbst bin der Traum im Traum. Das alles ist nur eine Idee, die ich jetzt durch mein Erheben, durch meine Ausrichtung für Gott hinter mir lassen kann. Gott kann niemals Gefangener sein und ich als der Sohn auch nicht. Wenn ich akzeptiere, dass ich ein Gefangener in einem Körper bin, in einer Welt, in welcher alle Dinge, die anscheinend leben, zu sterben scheinen, dann ist mein Vater ein Gefangener mit mir. Und das glaube ich, wenn ich behaupte, dass ich den Gesetzen, denen die Welt gehorcht, gehorchen muss, und dass die Gebrechlichkeiten und die Sünden, die ich wahrnehme, wirklich und unentrinnbar sind. Ich habe ja diese Gesetze gemacht. Da ist ja nichts im Außen. Da hat mir niemand, aber auch gar niemand irgendetwas angetan. Ich habe das alles selber kreiert. Und da ist vielleicht noch ein Teil in mir, der will das einfach überhaupt nicht hören oder akzeptieren.
Der will immer noch die Welt da draußen für schuldig erklären, für meine missliche Lage, für mein Leiden, für mein nicht darf davon loskommen oder ablassen können. Ne? Alles bin ich in diesem Traum. Dennoch bin ich es nicht in Wahrheit, weil das keine Idee von Gott ist und somit auch nicht von seinem Sohn. Es ist nur eine winzig kleine Wahnidee, die sich so aufgeplustert hat zu einer Welt, die nicht existiert. Und diese Kaugummiblase, die lasse ich jetzt mal platzen. Und dann sehe ich, was dahinter ist. Diese Blase war ja so riesig, dass ich gar nicht mehr sehen konnte, was dahinter ist. Und jetzt schauen wir mal. Und da sitzt sicherlich kein Schreckgespenst. Und ich muss nicht mehr den Fokus auf meine Welt setzen. Meine Zwänge nicht mehr begutachten, meine Gewohnheiten, meine mächtigen Gewohnheiten. Ich kann das sein lassen. Und mich mehr und mehr in Liebe betrachten. So wie Gott selbst mich in Liebe betrachtet. Und durch den Trost Gottes tröste ich mich selbst, weil das alles das eine selbst ist. Ich beruhige mich selbst durch den Gedanken Gottes. Durch die Erinnerung an ihn. Und das ist das, was mich so befreit. So befreit. Ich kann das nicht mehr denken. Ich kann es aber im geistigen Sinne erfahren. Die alten Dissoziationen, sie wandeln sich zur geistigen Offenheit. Und die alten Zwänge zu einer Beständigkeit. Es gibt keine Gebrechlichkeiten und Sünden. Ich bin heil und ganz in Gott. Ewig rein, sündenlos und frei. Ich muss über all das hier hinausgehen. Ich bin nicht gebunden an meine Ideen,
an all die Gesetze, die ich mir auferlegt habe. Und dann scheine ich noch in dieser Welt und bin nicht von dieser Welt. Und kann die Dinge so geschehen lassen, wie sie eben geschehen. Ich nehme das nicht mehr persönlich. Ich sage das immer wieder. Ich binde mich nicht mehr daran. Ich bin emotional nicht mehr daran gebunden. Ich kann einfach meinen Frieden schenken. Gottes Willen, der meiner ist. Überall hin, gleichermaßen. Wenn ich in irgendeiner Art gebunden bin, dann erkenne ich weder meinen Vater noch mein Selbst. Dann bin ich blind. Dann bin ich beschäftigt mit Illusionen. Und eben nicht in der Wahrheit oder mit der Wahrheit. Dann glaube ich ja nicht an die wirkliche Welt. Sie kann dann ja gar nicht existieren, wenn ich mit Illusionen beschäftigt bin, mit Ideen von Krankheit, Leid und Tod. Und doch existiert sie. Na klar, Gott ist, ich bin. Möge ich jetzt auferstehen und mich freilassen, mich in Ruhe lassen, so wie Gott will, so möge ich auch wollen. Und ich bin für die ganze Wirklichkeit verloren, wenn ich nicht so will, wie Gott will, wenn ich nicht seinen Willen tue, der ja meiner ist, dann handle ich ja beständig gegen mich selbst. Und das ist ja mein Dilemma, deshalb der gespaltene Geist. Dann scheine ich mal wieder aufzutauchen, alles ist wieder klar, und dann tauche ich wieder ab. Dann kehrt wieder Dunkelheit ein, Schwank hin, Schwank her. Das ist unmöglich. Und ich bin für die ganze Wirklichkeit verloren. Denn die Wahrheit ist frei. Und was gebunden ist, das ist nicht Teil der Wahrheit. Und mir das einzugestehen, ja. Ich scheine da gebunden zu sein. Ich scheine da abhängig zu sein. Ich scheine da was zu brauchen. Da bin ich nicht sicher. Da vertraue ich meiner Welt mehr als Gott. Das ist das, was ich kenne. Leid ist für mich leichter zu ertragen, weil ich das kenne. Ich bin ja den Schmerz gewohnt. Und das jetzt bleiben zu lassen und Gott und nur Gott zu schauen. Und das beharre ich beständig, immer da. Vielleicht ist die Freiheit, dieses Ungebundensein, erstmal wie eine Bedrohung, so im Unbewussten. Aber das Unbewusste gibt es ja gar nicht in Gott. Das ist ja auch nur eine Verkleidung, eine Ablenkung.
eine Erklärung, dass ich noch nicht kann. Ne? Vater, ich bitte um nichts anderes als um die Wahrheit. Ja, ich bitte um nichts anderes als die Wahrheit. Vater, hilf mir. Heiliger Geist, hilf mir. Jesus, hilf mir. Ich verwurschtel mich immer wieder noch. Und ich will immer wieder mir noch die Welt selbst erklären. Ich will immer noch Begründungen liefern. Immer noch meine eigenen Ideen, weil ich so Schiss habe vor der Wahrheit, vor dem ehrlichen Hinschauen und Hinhören. Und meine Unfähigkeit, vielleicht meine alten Muster mal bleiben zu lassen. Dann könnte ja wahrlich nichts mehr da sein. Dann ist von dieser Figur nichts mehr übrig. Ich hänge aber wohl noch dran, ne? Vater, ich bete um nichts anderes als um die Wahrheit. Ich habe viele törichte Gedanken über mich und meine Schöpfung gehabt und habe sie wohl immer noch. Sonst bräuchte ich das hier nicht mehr. Und einen Traum der Angst in meinen Geist gebracht. Diese winzig kleine Wahnidee. Heute möchte ich nicht träumen. Ich möchte mit dem Vater schauen, mit dem Vater hören. Ja, das will ich. Bitte zeige du mir. Lass mich nur dein Wort sprechen. Heute möchte ich nicht träumen. Ich wähle den Weg zu dir. Ich wähle den Weg zu dir, Vater. Anstelle der Verrücktheit und der Angst. Denn die Wahrheit ist sicher und nur die Liebe ist gewiss. Die Wahrheit ist sicher, Gott ist sicher. Die Liebe ist sicher, die Liebe des Vaters ist sicher. Sie kann dich nicht verletzen. Gott kennt das nicht. Ich will die Liebe des Vaters nicht mehr missbräuchlich benutzen und sie an diese emotionale Liebe binden. Na, dann habe ich Schiss. Dann glaube ich, dass mich der Vater verlassen könnte. Na, dann habe ich mich wieder auf diese niedere Ebene, an den Körpergedanken gebunden. Und das bleiben zu lassen, das ist unser Verlernen. Die Liebe des Vaters lässt frei, die Liebe des Vaters verletzt mich niemals. Die Liebe des Vaters ist einfach. Und sie ist jetzt gegeben. Und der Vater liebt mich immer, immer gleichermaßen. Ich bin sein Kind. Möge ich gewiss sein, nur die Liebe ist gewiss. Nur die Wahrheit ist wahr.
Da bitte ich den Vater beständig um Hilfe, solange ich mich scheinbar noch in diesem Traum oder als diesen Träumer wahrnehme. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin reiner Geist in dir, Vater. Ewig weit und offen, ewig hingegeben, ewig rein. Nur Licht, nur wahre Liebe. Und ewiger Frieden sind mir gegeben. Darin ruhe ich, das ist mein wahres Zuhause. Daraus schöpfe ich und nur das gebe ich, damit ich es erneut empfange. Mein Lichtbruder. Wir sind der auferstandene Christus und stark in Christus, in Gott, der eine liebende Geist, der einende Geist, und das ist alles. Ewig frei, ewig liebend und geliebt und so gesegnet. Mein heiliger Bruder. Amen. Danke, danke. Danke dem Vater. Und du dankst dir selbst. Danke, danke. Lichtgefährte, weiter geht's. Es geht einfach weiter. Denke nicht, erfahren. Nur deshalb kommen wir zusammen. Gottes Wille geschehe, denn es ist mein Wille. Bis gleich.